Ich habe Lust auf Leverkusen. Ich sitze mit einem sehr bekannten, berühmten Leverkusener hin. Werner, was verbindet dich mit Leverkusen? Ich liebe in Leverkusen einfach die Menschen, die hier leben. Und ich finde es wunderbar, wie sie miteinander umgehen und auch das Leben, was wir hier gemeinsam leben. Und es gibt so viele Dinge, die man hier in Leverkusen tun kann und die auch von Leverkusen ausgehen. Ja. Und es hat nicht so den Anspruch wie Düsseldorf oder Köln, sondern es ist so ganz normal und das liebe ich so. Das macht es so einfach und unkompliziert unter den Menschen. Das macht es auch leichter. Natürlich. Wenn es um eine Leichtigkeit in der Kunst geht, ja. Was fällt dir dazu ein? Ja, die Leichtigkeit ist das Schwerste. ist einfacher, das Tragische zu machen, als das Leichte. Das heißt, wir Menschen brauchen einfach ganz viel Tränen, um dann wieder glücklich zu sein? Na, ich glaube, wir brauchen in dieser dualistischen Welt brauchen wir einfach beides, weil es zum Naturgesetz gehört. Da, wo Licht ist, ist auch Schatten und auch andersherum. Mhm. Und das eine ist untrennbar verbunden mit dem anderen. Das ist so, wie wenn man eine kalte und eine warme Dusche braucht. Wenn man es immer nur lauwarm hat, dann hört es auf, lebendig zu sein. Das stimmt. Werner, wenn ich dich jetzt frage, was du am 8.4. machst, was sagst du mir dann? Am 8.4. führe ich die Matthäus-Passion auf in Leverkusen. Und eines unserer größten und emotionalsten Projekte. Und ich freue mich unglaublich drauf. Es ist einerseits, erstmal ist es ein unglaublich großartiges Werk von Johann Sebastian Bach. Und aber auf der anderen Seite ist praktisch unsere Inszenierung und das, was wir daraus gebaut haben, auch so etwas Besonderes, so etwas Emotionales, so etwas Neues, dass ich mich wahnsinnig darauf freue. Das heißt, du hast aus diesem Mammutwerk ein Werk gemacht, das wie lange dauert? Ja, normalerweise dauert die Matthäus-Passion 3 Stunden und man steht vor diesem Monument, dass man fast schon sagt, oh, kann ich mir das zutrauen? Nein, es sind 75 Minuten, auf die wir praktisch dieses Werk eingekürzt haben. Es kommen sozusagen die Highlights, aber es ging nicht darum, jetzt the best of zu machen, sondern es hing ganz stark zusammen mit dem Konzept. Und zwar muss man sich das so vorstellen, das Ganze wird ja getanzt. Und es wird getanzt von einer israelischen Tanzkompanie, man muss eigentlich sagen, der israelischen Tanzkompanie. Sie heißt Kamea Dance Company. Und die Israelis sind sowieso dafür bekannt, dass sie eine unglaublich intensive, energiereiche Tanzkultur haben. Und dass mir gleich der Choreograf sagte, wir können nicht 3 Stunden inszenieren, das ist unmöglich. Sondern unsere Aufführungen dauern 75 bis 90 Minuten. Und nachdem ich dann sie erlebt hatte, habe ich es auch verstanden. Es ist so wahnsinnig intensiv, dass wir gesagt haben, dass das klar ist, dass das nur so lange gehen kann. Und daraufhin mussten wir natürlich auch ein Konzept finden. Ja. Und wir mussten ein Konzept finden, was auch über die Kulturgrenzen und unsere gemeinsamen Geschichten hinausgeht und etwas macht, was etwas erzählt, was über das Christentum und Judentum hinausgeht. Also beschreibt ja eigentlich die neue Welt oder die Welt, in der wir alle leben möchten. Ja, es ist ja so, dass hier Matthäus Passion ist das Neue Testament. Das Alte Testament ist ja genau gleich bei Juden und Christen. Aber das Neue Testament, da fängt es sich an zu trennen und hat dann diese furchtbaren Auswüchse gegeben von eben, ja, wer hat Christus umgebracht? Ja, die Juden. Ja. Auf diese furchtbare Verkürzung. Christus war ja selber Jude. Es gab damals ja nur Juden.
so ein Quatsch. Und so war es natürlich wichtig, mit unseren israelischen Freunden, und auch, dass wir das sagen können. Ich habe dabei erfahren, dass die Israelis zu mir sagten, Werner, super, weißt du, wer unsere größten Freunde sind? Sagt ihr, wer? Ihr Deutschen. Was das heißt nach dem Leid. Ja, und ich glaube auch einfach, dass es auch an der Zeit ist, dass wir alles aufbrechen und neu denken. Und wenn wir Menschen ein bisschen unser größtes Gut ist, unsere Menschlichkeit. Ja. Und wenn wir das nach vorne tragen, dann haben wir gewonnen gegenüber allen, die das anzweifeln. Ja, und da ging es dann letztlich darum, den Menschen zu zeigen und zu erleben in dieser Passion. Und dadurch haben wir folgendes Konzept. Wir fangen wie bei einem Kinofilm an, in der Schlussszene, man trifft sich am Grab. Wir fangen also mit dem Schlusschor an und dann gibt es Rückblenden in einzelne Stationen des Lebens oder des Werdegangs, also in die einzelnen Stationen der Passion. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, dort ganz intensive, bestimmte Momente herauszugreifen, wo auch wirklich diese unglaublichsten Arien und Chöre sind, die sowas von ergreifend sind. Also die wirklich jeden empfindenden Menschen packen müssen. Und können so einfach die Geschichte des Menschen erzählen. Der Mensch ist eine Kreatur, die unglaublich lieben kann, die etwas Warmes hat, aber die auch Ängste hat und wo es auch Neid gibt. Es gibt Verrat, es gibt Hinterhältigkeit und es gibt auch die Reue. Und all das kommt darin vor, in diesen einzelnen Szenen, in dieser Matthäus-Passion. Und haben wir etwas entstehen lassen, was eine Allgemeingültigkeit hat. Und dass wir heute so weit sind, dass Israelis Neues Testament vertanzen und das mit uns zusammen machen. Das ist so etwas Großartiges. Und wir haben das ja schon mal aufgeführt, vor 5 Jahren. Ja. Wir waren auch damit sogar in Israel und unter anderem in Jerusalem. Und egal, wo wir es aufgeführt haben, die Leute waren so wahnsinnig gepackt und gerührt. Wirklich, die Tränen hatten sie in den Augen, weil es so persönlich packend ist und so ein großartiges emotionales Erlebnis ist. Es sind über 100 Künstler, alle sichtbar. Es ist wirklich, man würde heute sagen, so salopp, ganz großes Kino. Ja, die Tänzer, der Chor, der das einrahmt, das Orchester, alle sichtbar und wie sie ineinander wirken, die Solisten, die umtanzt werden von den Tänzern, großartig. Du machst mir richtig Lust, ins Erholungshaus zu kommen. Ja. Kommt alle, guckt euch das an, weil wir brauchen Menschen, wir brauchen Emotionen. Kommt ins Erholungshaus, guckt euch das große Werk an. Ich danke dir für diese emotionalen Worte und für das Engagement und ja, für das Leverkusen-Engagement. Danke dir. Gerne. Danke.